So, lieber Puria, du hast ja gefragt, was ich so alles in meinem Jagdrucksack habe. Ich habe euch versprochen, dass ich euch das mal hier zeige. Ja? Also das ist jetzt auch der, den ich immer habe. Das siehst du. Ja? Der ist also wirklich uralt. Der ist schon hier zerfleddert, ja? Hier hinten schon gerissen. Und das ist eben tatsächlich mein Jagdrucksack, wie ich ihn halt im Forstfahrzeug, wenn ich ins Revier zur Jagd fahre, wie ich den halt immer dabei habe. Ja? Was natürlich wichtig ist, das haben wir ja hier, wo wir im Jagdzentrum waren, hier in Bergkamen, haben wir auch gesagt, ein Rucksack muss immer geräuschlos sein. Ja, also man hört da nichts. Ja? Also man hat hier, das hier vorne ist ein Lederriemen, der ist geschnürt, den habe ich über Kreuz geschnürt. Ja? Hier, ne? Mhm. Der ist also auch, den ziehe ich immer hier rein, dann gehe ich da durch. Ne? Dann ist der zu, das ist hier das Gleiche. Also hier ist nichts irgendwie an Metall, Kunststoff, was laut sein könnte. Also ist ein, du merkst schon, das ist ein absolut geräuschloser Rucksack. Ja? So, dann fangen wir mal an mit der Decke. Ja, manche würden sagen, warum ist die Decke nicht grün? Die Decke, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, die von meinem Großvater. Und die habe ich, seitdem ich zur Jagd gehe, habe ich halt immer diese Decke dabei. Ja? Hat einfach damit zu tun, dass ich halt, wenn ich im Herbst, Winter zur Jagd gehe, ich habe jetzt nicht immer meinen Ansitzsack dabei. Ja? Also wenn es richtig kalt ist, nehme ich einen Ansitzsack mit. Wenn es, sagen wir mal, ja nicht so kalt ist, dann habe ich den Ansitzsack im Auto, weil ich habe dann meine Decke dabei. Ja? Dann nehme ich halt meistens immer meine Waffe. Dann habe ich halt meine Waffe hier. Ich trage die ja immer hier, damit ich Kontrolle habe über den Lauf und die Mündung. Und ich habe ja dann immer, wenn ich dann losgehe, packe ich die Decke hier rüber. Rucksack bleibt im Auto, Decke kommt über die Waffe. Und so nehme ich dann eben die Decke mit zur Ansitzeinrichtung. Also der Rucksack kommt gar nicht mit auf den Ansitz? Nein, okay. Der bleibt im Auto. Ja? Die Decke nehme ich mit, die kommt dann eben, ich kann ja die Waffe hier schon mal ablegen, ja? Die Decke kommt dann mit zum Ansitz. Entweder lege ich mir die Decke unter meinen Hintern, ja? Lege die eben hier auf die Bank und setze mich drauf. Oder was ich halt dann eben sehr gerne mache im Winter, wenn ich jetzt allein sitze, wenn du halt sitzt in der Ansitzeinrichtung und du hast das Kanzelfenster vorne offen, dann kommt die Kälte durch das Fenster rein. Mhm. Und das Erste, was natürlich, ich setze mich jetzt mal hier oben hin, ja, das Erste, wenn ich natürlich jetzt so im Hochsitz sitze auf der Bank, ja, hier vorne ist das Fenster, das Erste, was kalt wird, sind die Oberschenkel. Ja. Und wie gesagt, man muss ja nicht immer einen Ansitzsack dabei haben, deswegen habe ich die Decke. Ja? Und die Decke, die gibt es schon so lange, wie ich jage. Und dann nehme ich die einfach doppelt und lege die hier drüber. Ja? Mache die dann immer hier ein bisschen unter meine Faserpelz. Die Faserpelzjacke ist hier drüber. Dann habe ich das schon mal warm. Das reicht. Man braucht nicht immer einen Ansitzsack. Manchmal ist die Decke eben auch total ausreichend. Ja? Man kann sie auch, das habe ich auch schon gemacht, man kann natürlich auch die Decke, wenn man das will, kann man sich natürlich auch so rummachen. Geht auch. Ja? Und dann mit der Decke hinsetzen. Sieht schick aus. Ja, klar. Ne? Weiß gar nicht, was bin ich da? Indisch? Ja. Also man kann sich natürlich auch die Decke so rumbinden. Ja? Ich lege sie mir halt gern über die Knie. Aber die Decke war mir schon immer ein guter Helfer. Ich habe auch mal grüne Jagddecken gekauft, aber so wie das ist, es gibt meistens irgendwelche Sachen, die man halt immer wieder nimmt. Die ist zwar jetzt jagdlich, also das ist kein jagdlicher Style, aber das ist halt so. Ja. So, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir mal zu dem Inhalt vom Rucksack. Ja. Wir gucken mal rein, was ich da so alles mit habe. Wie gesagt, das ist nicht gefaked, ich habe da jetzt nicht zusätzlich reingemacht. So habe ich das immer dabei. Ja. Es wird vielleicht, auch wie ich das schon mal gesagt habe, hier bei den Klamotten, es wird den einen oder anderen geben, der hat irgendwas anderes drin. Ja. Aber das ist halt meine Kombination. Ja. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal hier rein. Das Erste, was ich zeige, ist das. Habe ich mal geschenkt bekommen. Ja. Das ist sozusagen ein Aufbrechset.
Ja? Mhm. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich immer hier bei uns auf dem Forstbetrieb zentral aufbreche, ausweide. Wir haben ja kurzen Weg. Wenn ich im Revier was schieße, dann wird das hier zentral auf unserem Aufbrechplatz aufgebrochen, ausgeweidet. Bloß, es kann ja mal sein, dass ich schlecht geschossen habe oder bei den Bewegungsjagden, wo ich eingeladen bin, da heißt es manchmal eben Aufbrechpause. Das, was ihr geschossen habt, müsst ihr halt im Revier aufbrechen, ja, so dass eben keine Bakterien hier austreten können. Und da hat man dann eben das, was man braucht. Ja, das ist halt so ein kleines Messer. Ne, hier, damit kannst du die Decke aufschärfen. Ja, das ist jetzt nicht, um eine Bierflasche zu öffnen. Das geht auch. Schade. Ja, ja, so ein Messer. Dann gibt es eben hier noch ein kleines Handmesser. Ja. Wobei ich ja sehr gern eben diese kleinen Messer verwende, wenn ich dann im Revier da mal zentral aufbrechen, also wenn ich im Revier eine Aufbrechpause aufbrechen muss bei der Bewegungsjagd. Dann haben wir hier noch, hast du schon mal kennengelernt, das ist halt eine Knochensäge. Ja, um das Schloss zu öffnen, kannst du mal in die Hand nehmen. Die ist schon ziemlich groß. Ja. Und was das Ding hier auch noch hat, ist eine kleine Taschenlampe. Ja. Ach, cool. Nicht verkehrt, ja. Ich brauche die jetzt nicht, ja. Ich glaube, die geht auch nicht, ja. Ich brauche die aber auch nicht. Du hast ja immer eine. Genau, genau, ja. So, dann würde ich sagen, dann nehmen wir die mal wieder hier rein, ja. Also diese Aufbrechhilfe, die habe ich halt immer dabei. Habe ich mal geschenkt bekommen, fand ich durchaus auch sinnvoll und deswegen ist die dann in meinen Jagdrucksack gelandet. Also, das legen wir mal hier hin, ne. Wir können ja mal schön alles hier so auflisten. Hinlegen, was wir so haben. Dann habe ich schon immer dabei, seit Jahren, einen signalfarbenen Schal. Ich trage in der Regel, ich habe vom Beretta eine sehr schöne signalfarbene Jacke. Ja. Aber bei Jagden ist es so, dass der eine oder andere eben mittlerweile schon, aber früher hatte halt einer mal nicht so eine Jagd. Bei der Bewegungsjagd musst du ja signalfarbene Kleidung tragen, sagt ja die Unfallverhütungsvorschrift, ne, die Berufsgenossenschaft. Und deswegen habe ich den Schal dabei, halt um sich kenntlich zu machen. Oder wenn einer irgendwie jetzt nichts signalfarbenes anhat, dann sage ich, Kollege, hier ist der Schal, ne, zieh den an oder genauso. Ja. Dann... Das ist ein günstiges Abfangmesser, ja? Ja? Ein kleines Messer. Ja, ich fühle schon, wie die Macht in dir wächst, ja? Also ich merke, du möchtest das gern mal in die Hand nehmen, ja? Ist, wie gesagt, auch kein Spielzeug, ja? Auch dran denken, Bundeswaffengesetz, ja, feststehende Klinge über 12 cm. Hier gilt ja das Führungsverbot. Ja, also nicht mit so einem Ding da einfach querfeld irgendwo mit rumlaufen. Das hat der eine oder andere Jäger oder vielleicht auch der Laie gar nicht so im Blick. Das ist aber halt ein Messer zum Abfangen. Okay. Ja? Warum habe ich das dabei? Ich war ja früher in den Forstbetrieben, ich habe ja einige Jahre Forstbetriebe, Jagdbetriebe geleitet und bin dann natürlich auch mitgegangen durch die Dickung durch als Schweißhundeführer. Dann auch später unterwegs gewesen und da brauchst du halt in gewissen Situationen brauchst du ein Messer, um ein Stück abzufangen. Ja? Das Messer, die blanke, kalte Waffe ist immer noch ein gutes Tötungswerkzeug. Ja? Und in gewissen Situationen kannst du eben nicht schießen. Nehmen wir mal ein Beispiel, du hast jetzt bei der Bewegungsjagd, hast du ein Stück Schwarzwild, was angeschossen wurde und die Hunde sind dran. Ja? In so einer Situation kann man nicht schießen und ich darf bei der Jagd den Stand ja nicht verlassen, aber ich habe es auch schon erlebt, dass eben dann eben nach der Zeit die Jagd vorbei war und ungefähr in 100 Metern Entfernung hat dann der Überläufer geklagt und die Hunde waren dran. Ja? Das ist so eine Situation, weil ich eben vom Fach bin, weil ich das kenne, da würde ich eben hier das Messer aus dem Rucksack raushüllen, würde sofort dahin hechten und würde dann eben hier mit der kalten Waffe, mit der blanken Waffe das Stück töten. Ja, das habe ich dabei, um vorbereitet zu sein. Ich brauche das normalerweise nicht, aber es könnte ja immer der Tag kommen, wo die Notwendigkeit besteht, dass ich ein Tier vom Leiden erlösen muss. Ja? Und wenn ich dann eben kein Messer dabei habe, das wäre natürlich zu Ungunsten des Tieres. Ja? Deswegen habe ich dieses billige Abfangmesser mit dabei. Ich habe noch andere Abfangmesser. Ich glaube, das hat mal irgendwie 5 Euro gekostet. Ach, ja. Dann... Ein kleines weißes Handtuch, ja. Das kommt hier aus meiner Jagdschule. Ich habe ja hier in den Gäste-WCs haben wir eben
Handtücher, ja. Und ich habe immer so ein kleines weißes Handtuch dabei. Warum? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Bewegungsjagden oder notwendigerweise im Revier aufbrechen, ausweiden muss, damit ich mir die Hände sauber machen kann. Ja? Weil so die Papiertaschentücher, ne, habe ich ja mal gezeigt hier oben, ja, wenn du dann so ein Tempo nimmst, das ist ganz schnell verbraucht, das kannst du nicht nehmen. Ja. Also hiermit, das bleibt ja mal ein Stück Stoff, ja, so Zellulose würde halt irgendwann nicht mehr nutzbar sein. Hier kann ich mir immer noch, obwohl das dreckig ist, irgendwie die Hände sauber machen. Und es gibt ja zwei Dinge, die ich hier vorne drin habe, das tue ich gleich auch im Zuge dessen zeigen. Seit Corona, ne, es gibt ja so schön diese Desinfektionsgels, ja, hatten wir halt bei uns auch im Jagdschulbetrieb. Und das habe ich jetzt immer im Jagdrucksack. Das habe ich noch nicht so lange drin. Das habe ich jetzt ungefähr seit 2 Jahren hier immer mit dabei. Und das finde ich aber als gute Kombination, auch wegen Eigenschutz. Ja. Also wenn man mal im Revier aufbricht, ausweidet, das Besteck hierfür haben wir. Ja. Und das ist eben zum Saubermachen. Hände desinfizieren, Hände sauber machen. Deswegen habe ich das mit dabei. Ja? So, dann gucken wir mal weiter. Das ist das, was ich schon mal gesagt hatte. Mhm, ja? Ja. Das ist diese Kunststoffdose. Und ich habe natürlich hier, ich habe in der Kunststoffdose, hier, das kennst du, ja? Das hatte ich, als ich mal erklärt habe, was ich alles hier am Mann habe. Das ist die gleiche IKEA-Tüte, also keine Werbung, das ist der gleiche Gefrierbeutel. Den ich eben immer am Mann trage, wenn man irgendwas am Anschuss hätte. Und gerade bei den Bewegungsjagden, wenn man selbst oder der Nachbar, weil viele sind halt nicht vorbereitet, wenn die mal irgendwie was gemacht haben, dann kann man sagen, Kollege, hast du denn was, um was am Anschuss mitzunehmen? Gibt ja auch welche, die sind hier überhaupt nicht vorbereitet, dann kann man sagen, hier, hast du die Tüte. Ja? Und man hat eben den Becher halt auch noch. Ja? Also finde ich sehr wichtig. Ich habe selber halt lange Nachsuche gemacht. Und der Schweißhundeführer freut sich natürlich, wenn er halt was bekommt, wo er dann weiß, dass die Geschichte, die man dem erzählt, dass das auch stimmt. Ja, es wird halt viel erzählt, aber wenn ich nichts habe, dann muss er da natürlich auch kritisch mit umgehen. Ja? Woran erkennt denn der Schweißhundeführer, den Unterschied zum Beispiel jetzt zwischen einem Lungenschweiß und dem normalen Schweiß? Ja, also ich sag mal, es gibt schon gewisse Unterschiede. Lungenschweiß ist meistens sehr, 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 also sehr bläsrig, ja? Hellrot. Ja? Und beim Lungenschweiß hast du meistens auch eben perforierte Lunge, weil meistens ja der Schuss durch die Kammer geht. Und dann hast du wirklich, die Lunge ist ja wie so ein Stück Kautschuk. Also wenn die Lunge jetzt ohne Schweiß, ohne Blut ist, wie der Laie das ja kennt, wir sagen Schweiß in Jägersprache, die Lunge ist ja eigentlich fast weiß. Ja, die ist wie so ein Schwamm, wie so ein Stück Kautschuk. Und wenn das Projektil da durchgeht, dann wird natürlich von diesem Gewebe viel mitgenommen. Und das ist meistens ein bisschen auch vermischt mit eben dem Schweiß. Und man kann Lungengewebe ganz klar unterscheiden von halt anderen Gewebearten. Ja? Ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel der Schuss geht durch Leber oder Milz oder Leber und Milz. Ja? Die Alten haben das früher tatsächlich per Geschmackprobe unterschieden. Ja, weil die Lebergalle, das schmeckt man, ja. Die Milz, sagt man, ist sehr grisig, die Leber ist sehr fein, ja. Bloß da geht es dann ans Detail. Also der Profi kann schon den Unterschied erkennen, der Laie eher weniger. Aber ich sag mal, ein Unterschied zwischen Lungenschweiß und Nicht-Lungenschweiß, das sollte der Laie irgendwann halt auch drauf haben. Ja? Weil wenn ich nachts am Anschuss komme und ich habe Lungenschweiß, das ist immer die einzige Erlaubnis, wo ich nachts nachgehen darf, weil das ist ja dann eine Todsuche. Ja? Und das mache ich nachts eben, um zu vermeiden, dass das Stück verludert. Ja? Würde ich am nächsten Tag nachsuchen, wäre es nach deutschem Recht halt sozusagen kein Lebensmittel mehr. Ich kann zwar es selbst essen, aber in den Lebensmittelverkehr würde ich dieses dann auch nicht mehr bringen. Ja? Das ist mit Bakterien zu stark kontaminiert. Das wäre nach deutschem Recht sehr fragwürdig. Ja? Teilweise auch dann eben verboten, sprich illegal. Ja? Gut. Ja, meine lieben Freunde der Jagd, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst einen Like da, abonniert uns. Das würde mich persönlich sehr freuen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, bis bald, euer Revierjagdmeister Jens Kratzenberg.